Staffler das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fakt ist, wir leben in einer globalisierten Welt. Und in so einem Umfeld ist Internationalisierung natürlich einer der Hebel, um Fachkräfte, um gegen den Fachkräftemangel in der Wissenschaft anzukommen. Wir brauchen kluge Köpfe aus dem In- und aus dem Ausland, um die Innovationen der Zukunft zum Erfolg zu bringen. Und das ist es, worin wir mit den Ampelfraktionen ja durchaus auch übereinstimmen. Globale, grenzübergreifende Herausforderungen brauchen kooperative und grenzübergreifende Lösungsansätze. Bei der Antwort auf die Frage, wie das dann aber alles vonstatten gehen soll, da ist es dann mit der Gemeinsamkeit leider auch schon wieder vorbei, weil aktuell scheitert das Ganze ja viel zu oft an den richtigen Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um Deutschland für Fachkräfte aus dem In- und Ausland auch langfristig zum Zielland Nummer eins zu machen. Und viel zu oft wird doch beklagt, dass sich der Weg hierher für die Wissenschaftlerinnen, für die Forschenden als viel zu kompliziert, viel zu bürokratisch und insgesamt einfach komplett unattraktiv ist. Deswegen ist es schlicht unverständlich aus meiner Sicht, dass sich die Ampel immer noch nicht auf einen Kompromiss für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat einigen können, damit man es endlich durchs Kabinett bringt. Und das, obwohl die aktuellen Zustände natürlich mit dazu beitragen, dass Deutschland international und auch national immer unattraktiver für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird. Das ist erschreckend, wenn man sich die Zahlen dazu anschaut. Barometer für Wissenschaft. Nur noch 16% der Promovierenden in Deutschland geben eine Professur als Karriereziel an. 71% aller befristet angestellten Postdocs haben in den letzten 2 Jahren ernsthaft darüber nachgedacht, die Wissenschaft zu verlassen. Das muss ja eigentlich schon Erweckung für die Regierung sein. Die Talente der Zukunft fühlen sich in unserer deutschen Wissenschaftslandschaft einfach nicht wohl. Und es ist nun mal so, dass Wissenschaft nicht konkurrenzlos um die klugen Köpfe buhlt. Natürlich nicht. Wirtschaft, Universitäten, Forschungsinstitute im Ausland, der Bedarf an Fachkräften ist ja überall enorm. Beispiele gibt es genug. Schaut man sich zum Beispiel an die Gigafactory vom Batterieproduzenten Northvolt in Schweden. Man sucht händeringend nach Fachkräften mit technischem Hintergrund. Das tun sie übrigens sehr öffentlichkeitswirksam. Man hat das allein diese Woche auch in Deutschland in den Nachrichten sehen können. Warum also nicht als Forscher, als Fachkraft nach Schweden ziehen, wenn es bei uns kaum attraktive Perspektiven gibt? Warum als ausländischer Wissenschaftler gerade nach Deutschland kommen, wenn die berufliche Zukunft da irgendwie so ein bisschen in den Sternen steht? Unser Anspruch in Deutschland muss doch sein, qualifizierte und kompetente Fachkräfte in Deutschland nicht nur auszubilden, sondern die dann auch hier zu halten und damit unsere Forschungs-, unsere Entwicklungs- und unsere Wirtschaftskraft stärken. Man sollte meinen, ja, wenn Sie jetzt hier so rumbellen, man sollte meinen, dass das allein Anspruch genug für die Ampelregierung sein muss, sich endlich zusammenzuraufen und die formulierte Absicht aus dem Koalitionsvertrag des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu reformieren, endlich konstruktiv gemeinsam anzugehen. Stattdessen monatelanger Streit in der Koalition. Dazwischen kamen dann mal Eckpunkte, dann kamen Referentenentwürfe. Wenn man sich den Inhalt anschaut, lässt es nicht unbedingt vermuten, dass am Ende was dabei rauskommt, was dem deutschen Arbeitsmarkt attraktiver für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler macht. Und am Ende steht dann schon wieder überhaupt kein echter Kompromiss, sondern die Verlagerung der Kompromissfindung vom Kabinett ins Parlament. Aber dann nicht einmal darüber sind Sie sich dann am Ende des Tages einig. Eine zielgerichtete Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, nur leider nicht mit der Ampel. Zum Leidwesen nicht nur der vielen klugen Köpfe im Wissenschaftsbetrieb, sondern leider eben auch auf Kosten der Innovationskraft in Deutschland. Und in Ihrem Antrag führen Sie viele Punkte und Forderungen auf. Aber im Ernst,
So umfangreich dieser Antrag ist und so schön die oberflächlichen Forderungen klingen, so schonungslos legt er am Ende des Tages offen, dass Sie nicht wirklich ernsthaft bemüht sind, was im Bereich der Internationalisierung zu verbessern. Sonst würden Sie nämlich konkreter werden mit den Maßnahmen, die Sie da fordern. Und Sie würden vor allem auch im Haushalt die notwendigen Mittel dafür bereitstellen. Ich sage nur Stichwort AVH. Insgesamt zeigt der Antrag, dass Sie Ihrem eigenen Anspruch auf dem Gebiet nicht gerecht werden. Die internationale Forschungszusammenarbeit heißt Brücken bauen, und dafür braucht es die richtigen Rahmenbedingungen, und die Kollegin, müssen wir jetzt schaffen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das bin ich. Danke schön. Das Wort hat die Kollegin Nicole Gohlke für die Gruppe Die Linke.